Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Show von Outlaws. Und auch heute wieder mit dem Ehemann. Hallo Ali. Schwupp, wabi duwa. Ja, eine dritte Location in dieser Aufnahmesession haben wir noch. Und da müssen wir jetzt hier zum Fluss runterreiten. Ja, dann. Wer die letzten beiden Folgen verpasst hat, da waren wir beim Armin. Und in der letzten Folge waren wir an zwei Locations beim Hans. Die nächste Location gehört zur Susi. Da hat die Susi sich was einfallen lassen. Aber hier werde ich mal mein Dings rausnehmen, mein Gewehr. Und auch laden. Denn hier werden wir auch Freunde treffen. Definitiv. Okay. Wir müssen, wenn ich mich recht entsinne, hier am Fluss lang. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, ich bin schon fast sicher, dass wir hier richtig sind. Hast du dein Gewehr gezückt? Hab ich. Alles klar. Weil hier war das ja immer, dass wir hier hin und wieder ein paar Freunde gefunden haben. Aber jetzt gerade wohl nicht, ne? Nee. Wir reiten mal hier gerade rüber, nicht direkt am Fluss lang. Denn ich muss überlegen, von wo wir ran sollten. Ich hoffe, dass überhaupt die richtige Richtung ist. Ja, oder? Ja, ich glaube schon. Lass uns mal hier weiter reiten. Ja, gut. Geh mal. Also irgendwie sieht das hier alles merkwürdig aus. Das sah früher nicht so aus. Da ist das Gefängnis. Und hier sollten wir dann weiter. Und wir sollten von vorne durchs Haus, wenn ich mich recht entsinne. Also ich fange jetzt tatsächlich mal hier. Ich schätze mal, das hier wird vorne sein, denn hier ist die Futtertränke. Also würde ich mal so sagen, Gewehr weg. Und dann fangen wir mal hier an. Also, wir sind hier in der Location von der Susi. Das ist echt der neueste Schrei. Ich habe eben zweimal hingucken müssen, weil auch dort steht wieder ein Grizzlybär. Grizzly. Oh Gott. Ja, wir schleichen mal von hinten durch die Brust ins Auge, so wie ich das sehe. Oh Gott. Ich guck mal runter, weil ich das andere noch nicht spoilern will. Ich will. Hier erstmal ins Haus. Ja. Da ja, hast du dann einmal direkt so einen Bären hinter dem Gesicht. Unglaublich. Aber ich hab mal, schon wieder. Was der hier für einen Arsch hat, Mann. Was? Wir hätten von hier reingehen sollen. Wir hätten tatsächlich von hier rein. Dann hätte ich mich auch erschrocken. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe rote Farbe im Gesicht. Ich habe so einen kleinen, weißt du, so einen Herzpupfel gehabt. Wenn du nämlich, komm mal, mach mal die Tür zu. Wenn du jetzt so reinkommst, das hat die Susi nämlich schon mit ab. Boah, da steht noch einer. Mann! Da ist noch einer. Ja, und hier ist ein Büffel, aber der tut nichts. Oh. Weißt du, das war jetzt natürlich, wir hätten anders rumgehen sollen. Geh mal hier vor den Büffel, also wo ich hier stehe. Ja. Und dann bewege ich dich mal auf den Büffel zu. Nur mit der Maus, vom Blickwinkel her. Tiefer, warte. Also hier auf. Ja, genau. Und jetzt mit dem Kopf quasi so ein bisschen an die Büffel rangehen. Genau so. Boah. Und dann weiter.
Ja, oh Gott, oh Der hat Gott. Zähne. Ja. Ich frage mich immer wieder, warum wird sowas designt? Also, Ich ganz habe ehrlich. keine Ahnung. Der hat eine Zähne und eine Zunge und alles. Ja, auch nicht schlecht. Gut. Das muss ich jetzt noch mal gucken. Das muss ich jetzt noch mal gucken. Ich komme nicht tiefer. Nee, weiter ran an den Büffel. Ja, aber dann gehe ich hoch. Ja, dann ist das wahrscheinlich so. Ich will das aber wissen. Ah! Aber der trägt eine Zahnspange. Das ist toll, ne? Der trägt eine Zahnspange. Ja gut, liebe Susi, bitte verzeih mir, dass das nicht so ganz so gelungen ist. Aber der zweite, der hat mir schon zugesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss hier irgendwie hoch und man muss, glaube ich, sich, muss man sich ja an den Bären vorbeischummeln oder was? Oder wo geht das jetzt hier hoch? Ja. Hier, ah. Ich dachte, man muss sich jetzt da an den Bären vorbei, an den Bären, ja, an den Grizzlybären vorbeischummeln. Ja. Ja. Hier geht's nach draußen. Einmal um zu. Sehr Ja. schön, sehr schön. Und hier kann man wieder reinkommen. Und wenn man dann schon mal hier reinkommt, dann kommt man. Hui, das ist hier die Nasszelle. Oh. Raus, ich bin auf dem Klo. Ja, man kann hier zur Toilette gehen und duschen und so. Oho. Ja, die Nasszelle sehr gut gewählt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schlafzimmer ist bereit, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön. Und dann geht's doch Wunderbar. wahrscheinlich. Nimm doch die Schuhe immer aus den Betten. Meine Herren. Und hier hast du das, was du dir immer gewünscht hast. Eine Dachterrasse. Eine Dachterrasse, Aber genau, hier kann ja. man so auch so Strohballen noch sitzen Ja, hier genauso auf der beim anderen Cooking Seite. Pot hier. Kann man sich hier Oh, hier so ist die Küche. kleines Süppchen machen. Oh, guck mal, hier ist die Küche mit Kühlschrank und allem, was dazugehört. Aber die Tür war offen, wollte ich nur mal gesagt haben. Hier ist die große Küche, schöne Einbauküche mit genügend Stühlen. Ja, hier sind ja sogar auch Früchte. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir Wassermelone, Limetten haben wir hier, Äpfel, Pfirsich, oh, Zitronen, Blaubeeren. Das ist ja Der sehr schön. plündert schon wieder den Kühlschrank, Apfelbeere, ne? Karotten und Tomaten. Das ist doch hier sehr umfangreich. Und die Limetten Da und kann man, die Wassermelone das sehen ja hauen wir cool aus, hier ne? alles uns mal schön in den Obstsalat rein hier. Ja, genau. Vor allen Dingen die Karotten kommen in den Obstsalat auch nicht schlecht. Ja, das ist, das sehen wir nicht so eng. Ohne Worte. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also So, wirklich. nochmal hier kann man hier so. Lassen wir Ja, den. wunderbar. So, hier Lassen kann wir man, den gibt es hier was zum Ehemann Spachteln hier oder was? wohnen. Lassen wir den Ehemann hier wohnen. Ja. Ich hoffe, die Susi verzeiht mir, dass ich nicht von vorne durchs Haus gegangen bin. Sie hatte mir extra gesagt, hä, du musst ja dann nach hinten raus. Ich glaube, das wäre wirklich auch schockschwere Not, wenn du hier die Tür aufgemacht hättest. Das wäre dann auch schockschwere Not. Einmal Kisten kicken will ich hier. Ach, hier machst du das Fenster auf, anstatt eine Kiste zu kicken. Auch nicht Ach, jetzt schlecht. bin ich hier. Ach, dachte ich, kommt man hier durch? Nee, Nee, ne? kommst du nicht durch. Das ist jetzt. Ernsthaft? Du hast Doch jetzt so ein hier. Kann. Problem. Nein, das geht. Nee, der geht. Nee, der geht. Ach. So, gehen wir weiter zur nächsten Ja. Station in dieser Location. Und das feiere ich richtig. Ich sehe nämlich da drüben schon, was wir auf dem alten Server versucht haben.
Wenn du jetzt hier stehst und hier gerade rüber guckst über den Fluss, was siehst du? Ja, dann sieht man da ein Bahngleis. Ein Bahngleis. Wenn ich jetzt da vorne hingucke und die Wolke sehe. Ein Gleis liegt auf dem Bahndamm, ja. Wenn ich da vorne hingucke und die Wolke sehe, dann weiß ich schon, was da ist. Aber ich möchte da noch nicht hingehen, tatsächlich. Ich möchte erstmal hier zu... Ui. Wenn das Eigendesign ist, dann halt mich fest. Alter. Leck mich am Arsch. Ei, der Daus. Ei, der Daus, genau. Aber hier ist auch noch wieder so ein Vollpfosten. Das ist ein sogenanntes Bahnhofsrestaurant, würde ich das jetzt mal so nennen. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Guck mal, da ist der Bedienstete, der die Bestellung aufnimmt. Kannst du dich hier hinsetzen, während du auf den nächsten Zug wartest? So, bring was zum Einschmeißen ran hier, Meister. Hier oben steht auch ein... Ja, putz nicht deine Weste, schmeiß ihn her. Na. Hier oben steht auch ein Kellner. Alter Schwede. Knapp Bier, schenk einmal Striche. Und dann die Schränke überall dran, ne? Alter Schwede. Boah, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Ja, hier ist ordentlich was los, ne? Ich versuche mich gerade zu orientieren. Oh, hier geht das noch. Oh, hier geht das in den Keller. Okay. Oh, die hat hier einen Keller gebaut. Oh, das sieht aus wie das Lagerraum von Kalle. Wie das Lagerraum, wie der Lagerraum. Bienenwachs. Holz. Also hier ist quasi, wie soll ich das sagen? Hier sind die Waren für die Verladung auf den Zug. Ey, die hat hier einen Keller gebaut. Das ist ja geil. Das ist sehr schön. Hier können wir looten. Oh, und hier ist, hier darf ich nicht reingucken. Aber hier darf ich reingucken. Oh, Gold und Silber hat sie gelagert. In den rechten, in den linken dürfen wir nicht rein. Ja. Safes sind auf diesem Server tabu. Ey, wie geil ist das denn? Und hier... Oh! Ehemann, du musst oben mal die Tür zumachen. Wo denn? Geh mal die Treppen hoch und mach mal da die Tür zu vom Bordrestaurant. Weil wir gehen hier unten weiter. Durch den Keller. Tür ist doch zu. Ach nee, hier ist noch eine. Hier gibt's gar keine Tür. Da gibt es keine Tür. Hier gibt es keine Tür. Hier ist 724 geöffnet, deswegen gibt es hier keine Tür. Okay. Ey, die hat hier einen Keller gebaut, das ist so geil, ne? Ja, hier können wir looten, wenn wir mal was brauchen. Hier können wir looten, wenn wir was Heimlich, brauchen. Heimlich, still und leise. Das Denn ist alles, hier... Hier ist Fleisch und Leder und alles, was man so braucht. Sehr gut. Oh, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Wo denn, wo denn? Guck mal hier. Du musst rauskommen, Ehemann, rauskommen, rauskommen. Durch den Keller raus. Tatsächlich. Ah, hier, ja. Ah. Tür zu. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Guck mal hier. Ein Kreisel mit... Oh, 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 das hätte ich vielleicht nicht sehen sollen. Wenn denn richtig. Genau, wenn denn richtig. Komm schon, jetzt alles. Jawoll. Was denn? Ach, nichts. Ich habe nur in die Öfen geguckt. War wahrscheinlich keine so gute Idee. Sagen wir jetzt nichts zu. Ja. Also die Brennstation läuft, wie man sieht. Und wenn ich jetzt hier in die Brennstation schaue, soll ich? Egal. Jawohl. Hier wird Teer hergestellt. Hier wird quasi alles hergestellt, was wir verschiffen wollen, sozusagen, oder beziehungsweise auf die Schiene bringen wollen. Und jetzt gehe ich hier rüber, Schatz. Jetzt kann ich nicht mehr länger. Also rein theoretisch kommt man ja hier aus dem Keller raus, ne? Ja. Und dann geht man hier so lang und dann, unser Zug kommt.
Ja, hier kommen wir nicht lang. Unser Zug kommt. Zug verpasst. So, von dieser Seite kommen wir nicht zum Bahnsteig. Da kommen wir woanders hin. Aber nicht zum Bahnsteig, denn der. Oh, hier Ticketverkäufer, dein Freund, dein bester Freund steht hier. Ich fahr schwarz und du kannst nichts dagegen tun. Ja, sie hat's geschafft, sie hat's gemacht. Die Eisenbahn, die erste Eisenbahn auf diesem Server steht. Hier kannst du auch noch mal warten. Ja, hier ist auch noch so ein Gebäude. Ja, das andere Gebäude, weiß ich, wofür das ist. Aber fahren kann ich noch nicht. Warte doch mal. Möchtest du mit der Lok fahren? Nein, damit kann man nicht fahren. Möchtest du mit der Lok fahren? Ja, natürlich möchte ich mit der Lok fahren, aber nicht heute, weil das, Doch, komm mit. wie der Engländer sagen würde, that goes not. Komm mit. Ja. Denn wir haben von sowas mal gesprochen auf dem alten Server, als wir die Eisenbahn ausprobiert haben. Und ich weiß nicht. Ich glaube hier hoch. Ja. Ich glaube noch ein höher. Ja, hier kann man so ein Pass auf, bisschen. warte. Geh mal nach hinten, bitte. Jetzt steht da eine Zeit, wann der losfährt. Warte. Nach hinten. Ja, wir fahren ein Stück zumindest. Ups, jetzt bin ich da Was? rein runtergefallen. Ja, da musst du noch mal um zu. Ich warte auf dich, bevor ich sie neu starte. Du hast noch 170 Sekunden Zeit. Sollte ich schaffen. 168. Schön, dass du mich gar nicht stresst. 162. Die erste Eisenbahn auf unserem Server hat die Susi gemacht. Noch höher, noch höher. Ah. Hat die Susi tatsächlich hier hingestellt, auf diesen neuen Server, die erste Eisenbahn. Also, wir können natürlich mit dieser Eisenbahn nicht wirklich viel fahren, das ist klar. Bewege ich mich jetzt hier nicht weiter, bevor ich nicht hier, weißt du, sonst falle ich hier wieder durch. Ah! Und jetzt haut's uns hier runter von der Brücke, Nein, ja. weiter sind die Schienen nicht gebaut. Achso, aber man kann hier nicht drauf stehen, weil dann haut's einem ja hier den Kopf von den, vom Hals, wenn du hier drauf Wenn du stehst. dich aber jetzt gebückt hättest, dann wäre das wahrscheinlich gegangen. Ja, aber knapp, guck mal, der Balken, den habe ich immer noch hier vor der. Also das. Aber kann man da nicht einsteigen oder Nein, was? das gibt es nicht. Wenn du jetzt mal runter guckst Aber und auf. ich bin hier durchgefallen und da habe ich das Innere von diesem Wagen gesehen. Ja, und das ist aber ein Güterwagen, Ehemann. Ach, scheiße, ich bin genau durch dazwischen gefallen. Also mit dem Hopsen habe ich das auch nicht so gut. Also, man kann. Wo komme ich über die Schienen? Ja. Den Zug schon bewegen, finde ich ja schon mega geil. Feiere ich voll ab, ne? Du warst ja damals auf dem alten Server ja nicht dabei, wie wir den gestartet haben, ne? Das stimmt. Und da sind ja Susi auf der bei nach vor dem Update waren ja Susi, Heiko und ich und danach waren nach dem Update waren ja Guck mal, jetzt hängen hier die Räder in der Luft. ja. Und nach dem Update waren ja Armin, Susi und ich und haben die Eisenbahn ja schon getestet gehabt auf dem alten Server. Und von Das daher. sieht ja auch von den Texturen her echt gut aus. Ne? Muss Ja, man schon sie. mal sagen. Sehr detailliert, alles sehr. Die Mit. Sch Oberfläche so, sieht so richtig aus wie geschmiedeter Stahl und das ist ja Ja. echt schon recht umfangreich hier. Warum komme ich jetzt hier nicht weg? Jetzt.
Wo bist du jetzt? Auf dem Zug. Ich fahre so gerne Zug. Ja, da hat man nachher so eine schöne Eisenbahn-Fanfrisur. Eisenbahn-Fanfrisur. Ups, drüber gesprungen. Ach, das ist doch du darfst Ärger. Nicht, du darfst halt nicht springen, du darfst nur laufen darüber. Ja, ich merke das gerade. Das ist... Du darfst halt nur laufen darüber. Und dann stell dir mal vor, diese Eisenbahn über die gesamte Map. Überall, wo wir ansässig sind. Ja, aber das ist ja dann tatsächlich ein Recht. Pass auf, das fällt wieder dazwischen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja dann doch ein Recht, wie soll ich sagen, aufwendiges Unterfangen. Ich meine, da braucht man ja auch richtig ja, viel Material. Da braucht man richtig Material für, ne? Ja, also der Zug hat. Dein Ernst? Ich hab kein. Das, du bist selber runtergefallen. Ich hab Videobeweis. Ich hab mich nur zu dir umgedreht, mehr nicht. Wie der kleine Timmy geht's mir. Oh, wie den kleinen Timmy hinterrücks. Ja, siehst du, und noch? Ja, also der hat hier seinen Fahrplan. Der fährt also alle paar Minuten hier jetzt hin und her. Ja. Buspendelverkehr sozusagen. Das ja. ist natürlich nicht schlecht. Hier vorne steht er auch ein wenig über. Ja, der Bus fällt heute aus. Es fährt ein Ersatzzug. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist schon, das hat schon Art. Das hat schon Art, oder nicht? Ich bin gefahren und hab mir kein Ticket gekauft. Hast du das gesehen? Und was konntest du jetzt dagegen tun? Nichts. Gar nichts. Ja, um das, hier wird noch einiges mehr entstehen. Das hat die Susi schon gesagt. Also, das ist natürlich hier noch nicht alles. Begeistert? Ja, es ist schon nicht schlecht, das stimmt. Komm, das sieht schon geil aus. Und jetzt stell dir mal vor, so am Fluss, vielleicht noch über eine Brücke, dass die Bahn rüberfährt zu unserer Steinstadt. Ja. Oder vorbei an unserer Steinstadt hinten zum Hans hin, dreht eine kleine Kurve rüber zu Susis Haus, weiter nach hinten nach Heiko, zu Armin. Weißt du so, vielleicht sogar noch in den Norden hoch, wo ja unsere alte Stadt steht. Aber es gibt Server. Jetzt hier bei dem Zug keine, also man, es gibt da keinen Zug, wo man sich reinsetzen kann, oder? Nein, 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 definitiv nein. Vielleicht kommt das ja irgendwann in irgendeinen der zahlreich tausenden Updates. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Weil das wäre natürlich auch noch mal so wie ich sage mal, wir haben ja nun den Track gemacht. Wir haben den großen Ausritt gemacht. Ja, ja. Mit Gritzli und Bauer. Ja. On the way, ja. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal mit hier Choo-Choo the Train noch mal über die Karte, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, wir müssen ja noch einen großen Bogen über die Wüste machen, weil da ja Armin auch noch die Stadt gebaut hat. Dann müssten wir auch noch da. Ja, wie gesagt, das wird ein sehr langfristiges Unterfangen. Ah, ich habe gerade was gehört. Wo ist er denn? Was denn? Klappe. Ich habe mich eben nur erschrocken, weil ich das Bison hörte. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut der Bahnhof. Ja, hier wird noch jede Menge mehr entstehen. Ja, man muss aber wissen, diese Schienen, die kosten... Oh, hab ich mich eben erschrocken. Das ist eigentlich, wenn man jetzt... Du willst dich jetzt vor die Schienen stellen, vor die Eisenbahn. Ja, passiert da was? Ja, warte, ich gehe mal hoch und starte sie, dass sie... Musst du dich vielleicht vorstellen. Aber ich fahre jetzt noch einmal zurück, einmal vor und dann einmal ganz vor, ne? Weil das ist leider so jetzt in dem Bahnsteig drin, ne? So, ich fahre jetzt einmal zurück. Und einmal kurz vor. Das ist leider jetzt so in der Abfolge so drin, ne? Das kann ich nicht beeinflussen, wohin der fährt. Und dann fährt er richtig los. Oh, und jetzt starte ich mal richtig. Mal sehen, was passiert.
Der schiebt mich zur Seite. Ja. Aber du fällst, du fällst runter. Du bist in den Boden gesackt eben. Okay. Oh, ich habe eben einen Schreck gekriegt. Also du bist in den Boden gesackt, tatsächlich. Okay, ich bin quasi ein Stück weggeschoben worden, wenn man so will, ja. Und dann an der Seite runter. Also töten kannst du dich damit quasi nicht. Das, naja, das ist ja auch wichtig wegen der Tiere, ne? Ja, ja. Das ist ja auch wichtig wegen den Tieren. Ja, aber immerhin wissen wir auch das jetzt. Zwei Minen hat sie sich nochmal hier hingestellt, aber das ist, glaube ich, auch wegen der Materialien. Wahrscheinlich, die, ja. Wenn du dir die Brücke so anschaust, das Muster ist erkennbar. Das ist wahrscheinlich jetzt so die neueste Bauweise bei uns auf dem Server geworden. Nee. Ich feiere diese Zäune. Und wir haben das ja in der vorletzten Folge bei Armin in dem Haus ja auch schon gesehen, diese Bauweise, so, ne? Ja, aber ist auch recht schön, ne? Ja, und wenn man so überlegt, dass das zwei verschiedene Personen sind und die hier, oh, guck mal, hier, sie hat ja auch hier ins Wasser reingebaut, das sehe ich ja jetzt gerade erst, ne? Das ist ja voll geil. Ja, so ein Stück weit, ne? Ja, wieder hier so. Ah, geil. Hier mit so einer kleinen Aussichtsplattform hier über dem Wasser. Nee, du musst mal hier unten, hier drunter. Sie hat bis zum Boden gebaut. Sind die Mauern richtig ins Wasser rein? Ja, 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 klar. Die sind, ja, das kannst du von hier auch sehr schön sehen. Ja, aber wenn du hier jetzt so ein bisschen. Ich zeige das immer noch mal ganz, ganz gerne von der Nähe, aus der Nähe. Ne? Nach innen hohl. Auch die Pillar bis runter. Geil. Ja, das wollte ich jetzt noch mal gezeigt haben, dass das nicht, dass das übersehen wird, wie schön es eigentlich gebaut ist. Die Frage ist, reicht das aus, um darüber einen Zug fahren zu lassen? Würde sowas foundation-technisch ausreichen, um einen Zug darüber zu lassen? Das ist eine interessante Frage. Da sollten wir Heiko mit beauftragen, der testet das. Nee. Da würde ich sagen, für die Brücken ist ja eigentlich, oder für Wasserbauten ist ja eigentlich der Armin prädestiniert, ne? Aber vielleicht will die Susanne das auch selber machen. Ja, das sollte man noch mal bei Zeit noch mal besprechen. Aber irgendwas wird da ja auf jeden Fall passieren. Da Tja, kann man ja ich schon davon ausgehen. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja jetzt neugierig auf den Kommentar von Matt Mickey. Weil Matt Mickey hat gesagt, Susanne wird wahrscheinlich diejenige sein, die als erstes eine Raketenabschussbasis auf den Server baut. Ja, das wird wahrscheinlich auch dann der Fall sein. Oder war es nur in dem Gespräch mit über Matt Mickey? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war dann die Rede davon, Susanne wird die erste sein, die hier eine Raketenabschussbasis baut. Ja, und dann auf jeden Fall Forschungsgebäude auf dem Mond. Also das geht ja auch schon an, ne? Ja, 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 ja. Als wenn wir das im Wilden Westen früher gehabt hätten, ne? Ja, bei Susanne ist ja schon. Also das ist ja. Ach komm, Susanne baut schön, was so Westen im Westen reinpasst, oder nicht, ne? Also da kannst du nichts sagen. Ja, das ist nicht Western von gestern hier, das ist schon. Stand der Dinge, kann man nicht anders sagen. LOL! Was denn? Ach nichts, schon gut. Ich bin auf dich raufgesprungen und wurde instant von deinem Kopf ins Wasser befördert. Ja, mal jeder, wie er es verdient. Aha. Aha. Brauchst gar nicht abhauen, mein Freund. Ich krieg dich trotzdem. Wie viel Leben hast du? Wenig. Okay. Nein, ich bring's nicht übers Herz. Nein, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier nochmal das andere Haus. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil gebaut. Auch wenn ich mal wieder verpatzt habe. Der Schreckmoment dann doch nicht so gut wie geplant. Nee, dafür aber der zweite wieder, ne? Also. Ja, ich meine. Was zusammen. Nein, sehr schön, sehr schön. Also ich glaube, hier kann, wenn ich mich hier umgucke, da hinten ist das Gefängnis, hier kann noch richtig viel entstehen, ne? Ja, wie gesagt, das Potenzial ist da. Ja, würde ich auch sagen. Also da also nicht Gefängnis. Bei mir, aber ist auch nicht so wichtig. Ja.
Im Übrigen sollte ich euch vielleicht mal auch noch mal erzählen, dass der Olli tatsächlich gewonnen hat in dem Votum um die um die Schlumpfhausenhütten. Wir haben ja ein kleines Votum um die Schlumpfhausenhütten gemacht. Ja. Und du hast gewonnen. Wie habe ich das gemacht? Weil du von Mad Mickey alleine schon ganz viele Punkte und Daumen hoch gekriegt hast für deine Kreativität. Jeder hat an seinem eigenen Heim gebastelt, nur du hast für die Community den Platz gelassen, um dann noch einen Tisch reinzustellen, um gemeinsam da zu sitzen und irgendwie so in der Richtung. Und du Ja. hast dafür doppelt oder dreifache Punktzahl gekriegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du der strahlende Sieger von unserem Schlupfhausen. Voting. Da, herzlichen Glückwunsch, Ehemann. Ja. Ich Ohne muss. Worte. Ja, ich kann das. Ohne Worte. Aber komm, mit Mickey ist wirklich immer auf deiner Seite. Du kannst nichts sagen. Also wirklich, der ist Ja, immer, ne? einer muss es ja sein. Hallo, ich habe dich geehelicht. Also das ist schon mehr Seite wie geht nicht mehr. Ja. Da hast du keine Worte, ne? Da hast du keine Worte. Na gut, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, was die Susi hier gemacht hat und ja, die Doppelmoderation mit dem Ehemann mal wieder nach so langer Das Zeit. stimmt, also Outlaws habe ich mich ja ein bisschen rar gemacht, das ist schon richtig, aber ich bin noch da und Ja, ne? die Arbeit holt dich denn doch mehr ein, als wir dachten. Und es macht ja mit den anderen natürlich auch Spaß, dass sie ihre Sachen vorstellen. Aber ich habe gedacht, jetzt muss ich doch den Ehemann wieder mal mit ranziehen. Die letzten drei Folgen zumindest. Was die nächsten Folgen betrifft, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ein, zwei Sachen weiß ich, wo noch gebaut wird. Ob ich das filmen kann oder nicht, kann ich euch noch nicht sagen. Werdet ihr gewahr werden in den nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao und bye bye. Tschüss.